Dass du zwei Tage nach unserer Trennung mit anderen Weibern schon irgendwelche Nachrichten schreibst. Das ist zu viel an der Stelle. Beziehung war für mich wie ein Knast. Bin echt zu dumm. Böses RTL. Nein! Ach, die ist auch hier, mit der du was hattest? Das erste Mal, dass du es zugegeben hast. Nein! Ferkel. Geh hier durch die Hölle. Boah, jetzt wird's ekelhaft. Böses RTL. Ich bin am Anfang unserer Beziehung. Nein, in meiner Schwangerschaft. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ja, ich bin ihr fremdgegangen. Willkommen zu Prominent getrennt, der Show, in der die Trennungen noch unechter sind als Matthias Mangiapanes Zähne. Was habe ich da bitte für ein Arschloch geheiratet? Bevor ich nochmal mit dir zusammenkomme. Friert die Hölle zusammen. 8 ehemalige Liebespaare. Halleluja, das kann ja Action werden. Du kommst in ein Horrorhaus, wo deine Horror-Ex-Freundin auf dich wartet. Meine Ex ist eine f***te Fame-Geile. Diese Frau ist vielleicht gestorben. Fabio, f*** mich jetzt nicht ab, Alter. Die Stimmung ist so katastrophal. Claudia Effenberg setzt sich schon in den Flieger, um hier ein Foto zu machen. Horrorhaus, wo deine Ex schon wartet. Das muss man vielleicht für die Leute außerhalb der Medienbranche vielleicht erklären. Damit ist ganz traditionell einfach das Gebäude der RTL-Casting-Abteilung gemeint. Du warst halt nicht männlich für mich. Hast du einmal Unterhalt bezahlt? Ist ein arrogantes Arschloch im Haus wieder ab. Oh je, ich glaube, jetzt gibt's Ziegenkrieg. Du kannst nicht jemanden Loser nennen. Ich hab's gesagt, weil du keinen f***ing Job machen wolltest. Die Leute hier in der Villa sind einfach viele Fake. Ach komm, ich hab einfach guten F***. Die hatte noch nie so guten wie mit mir. Kann man schon denken, dass ihr euch fragt, sag mal, was genau soll an denen hier bitte prominent sein? Ich weiß es doch auch nicht, aber es könnte einfach sein, dass sich der Titel mal vielleicht besser anhört als erst verlobt, dann Idiot. Oder vom Ignorant weggerannt oder natürlich Assi Verlassi. Beim Wort Unterhaltszahlung ist Silber natürlich genauso schnell weg wie Kelvin, wenn die Frau nach einem zweiten Date fragt. Aber ich kann es nicht sportlich nehmen, wenn du eine Ratte bist, geisteskrank, muss man schon so sagen. Ihr zwei Lutscher, ganz ehrlich, Alter. Halt dein Maul, sei doch ruhig. Halt deine Fresse. Und bitte nicht verwechseln. Beim Sommerhaus trennen sich die Paare traditionell ja erst nach der Show und bei Prominent getrennt trennen sie sich vorher extra wegen der Show. Ich grüße hier an dieser Stelle ganz herzlich Nicola und Gloria. Weiß jetzt auch nicht warum. Ich hasse Seerosen. Magst du das? Aber ich weiß gar nicht, vor was ich mehr Angst habe. Vor den Spielen oder vor meinem Ex? Ich will aber, dass es auch eine schöne Vorstellung wird. Das muss auch zu mir passen. Ich heiße Kate Melan. Wollen wir das nicht einfach weglassen? Das interessiert kein Schwein. Ich bin ein Reality-Star aus Deutschland. Mein Ex ist Jakob. Ja, es ist wie in so einem schlechten Hollywood-Film. Praktisch vom Balkon von meiner Mutter. Wirklich straight bei ihr auf die Terrasse gucken. Also wenn ihr sich da gesonnt hat, auch mal FKK gesonnt hat, dann habe ich natürlich auch mal hingeguckt, so haben wir uns kennengelernt. Aber für die beiden wäre es natürlich trotzdem schön, wenn sie wieder zusammenfinden würden. Die könnten ihren Kindern wirklich tolle Geschichten erzählen. Kinder, ich habe euren Vater kennengelernt, wie er mit heruntergelassener Hose hinter den Hecken ohne Blätter herumgeraschelt hat. Ich glaube, erst dachten alle, ja klar, Kate ist der Promi in der Beziehung, aber nein, es ist Jakob. Immerhin war seine Flirttechnik ja ganz offenbar die Vorlage für die Netflix-Serie You. Nach der Hochzeit, ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir haben uns irgendwie verloren. Ich, keine Ahnung. Oh, sehr traurig. Kleenex, bitte. Kate ist ein paar Jahre älter als ich. Aber ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt ein Kind haben, nur weil jemand anderes das möchte. Irgendwann lief gar nichts mehr. Also über Monate nichts mehr. Ich musste da einfach raus und hab's dann auch einfach gemacht. Sie haben sich verloren. Vielleicht hätte Kate einfach damals auf der Terrasse der Nachbarin nachschauen sollen. Aber ja, irgendwie nach einiger Zeit geht halt offensichtlich das körperliche Verlangen zurück. Das kennt Jakob ehrlich gesagt nur von der Sperrstunde im Pascha. Ich habe das noch gar nicht verarbeitet. Ja. Also ich bin noch so mitten im Schmerz, ne? Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Alter. Und bei euch? Nee, bei uns gibt's kein Comeback mehr. Das, nee. Ich bin Jennifer Rili. Ich habe bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Ab bist du bei Köln 0815 immer? Ja, du kennst es aber. Mein Ex ist Matze. Jenny ist direkt am Anfang schwanger geworden. Als ich erfahren habe, dass er mir fremdgegangen ist, das war hart. Also da habe ich halt einfach nichts gefühlt, gar nichts mehr. Boah, das war so eine eklige Situation. Das war das Schlimmste. Und Leute, man denkt übrigens auch darüber nach, auf den Formularen von Ämtern wirklich eine komplett neue Kategorie einzuführen. Bisher steht ja nur arbeitssuchend, aber demnächst vielleicht schon, ich habe bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Du musst aufpassen, dass man nicht unter mein Kleid gucken kann, genau. Oh perfekt. Gott, wie anstrengend. Wir haben es geschafft. Alter, das ist ja richtig bergauf. Oder wir lassen die hier stehen und dann lassen die uns hochtragen. Also jetzt, ihr seht euch jetzt und redet das erste Mal miteinander. Ja. Ja, ist wie im Lotto, ne? Da kann jetzt alles passieren. Schon nach dem ersten Date schwanger. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch. Das scheint aber übrigens wirklich öfters bei Berlin Tag und Nacht Darstellern zu passieren. Ich habe keine Ahnung, welche Gage man bei Berlin Tag und Nacht bekommt. Es scheint aber nicht genug zu sein, dass man sich davon Verhütungsmittel leisten kann. Oder Unterwäsche. Ja, sehr gut, die Frauen halten zusammen. Sie soll also aufpassen, dass man ihr nicht hier unter das Kleid gucken kann. Keine Sorge, Jakob ist ja noch gar nicht da. Geil, ne? Ich denke, dass auch viele Themen auf den Tisch kommen, die echt
ja, unschön sind, weil es da noch einiges zu klären gibt. Ja. Guck mal, wir gehen nicht, wir gehen nur bis runter und lassen die auf uns zukommen. Dann kann man nichts falsch machen. Ich muss, oh Gott. Gut siehst du aus. Danke. Hast du wieder schön einen ausgepackt, oder? Das stimmt. Lange keine Komplimente mehr bekommt von dir. So, Herrin, ihr Koffer wird jetzt hochgetragen. Mats achtet nicht auf sowas. Er ist eher so der Typ, ich mach so wenig wie möglich am besten. Kate knabbert hier also genüsslich an einer Gurke rum. Davor hat sie sich in ihrer Ehe ja erfolgreich gedrückt, wie wir gerade erfahren haben. Und wir können es alle nachvollziehen. Also, und falls ihr euch fragt, warum jetzt die beiden hier die Gurke am Stück und auch mit Schale essen, RTL hat angesichts dieser Teilnehmer natürlich darauf verzichtet, irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände in der Villa zu lassen. Ich dachte, das ist so richtig Einmannbett. Na, wenn deine Freundin keinen Stress macht? Also, ich schlafe mit dem Kopf hier lang und du da lang. Wir schlafen umgedreht. Du schläfst an meinen Füßen? Ja, du musst ja auch an meinen schlafen. Na, so denn? Das ist ein Deal. Der muss Deal, dass ich mit deinen Mann, Füßen in meiner halt, Fresse mal, denn, schlafe? Mal, denn, also, Mann, dann liege ich hier und dann machst du hier das Kissen zwischen. Ich denke mir halt so... Lüge! Lüge! Hä? Für mich ist es halt irgendwie so ein bisschen lächerlich. Absoluter Horror für viele, ja. Und natürlich fühlt sich das jetzt irgendwie nicht schön an, mit dem Ex, vor allem wenn es nicht so gut lief, in einem Bett zu liegen. Aber Leute, wie hat Harald Glöckler so schön gesagt? Lieber neben einer geplatzten Liebe aufwachen, als mit einer geplatzten Narbe. Weißt du, was vor 2 Tagen war, ne? Das ist doch mir wurscht. Ja, ich weiß. Hochzeitstag von uns, ne? Tja. Und wie ging's dir da? Nicht gut. Nein? Nee, mir auch nicht. Warte, kannst du mich auch angucken. Hier ist euer Reich, oder was? Ja, aber was denkst du denn? Ja, aber kriegen wir das denn jetzt hier vernünftig hin, alles, oder? Ich hoffe doch, ne? Sie geht ja schon hier mit Quatscherei los. Ich montags in der ersten Stunde Mathe. Immer. Jakob ist natürlich völlig echauffiert. Wie? Er soll sie angucken? Das macht er doch sonst nur heimlich. Was soll ich dir sagen? Ich dachte, du bist mittlerweile zum Arschloch geworden. Meine Katzen Hans und Uschi, wenn ich das Dosenfutter nicht schnell genug öffne. Wenn er eine Scheiße baut, ist klar, dass die Frau irgendwann abhaut. Wer hat denn Scheiße gebaut? Du? Verstehe ich nicht, aber gut. Ja, das ist halt immer das Problem bei dir, dass du deine Fehler einfach nicht einsiehst. Zu einer Paarbeziehung gehören ja auch immer 2 Leute. Das kann ja nicht sein. Also, so wie ich das jetzt gerade raushöre, hat Kate wenig Fehler gemacht. Ey, ganz kurz, wir besprechen das wann anders. Aber hast du überhaupt einen gemacht? Nein, oder? Nein. Ja. Das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Unsinn. Ich habe alles falsch gemacht. Nee, das nicht. Beide haben was falsch gemacht. Aber wenn du sagst, du hast gar nichts falsch gemacht, dann funktioniert es halt nicht. Kate hat wirklich keine Fehler gemacht. Weder in der Beziehung noch sonst wo. Also, bis auf ihr heutiges Outfit und die blauen Haare natürlich. Captain Obvious. Es ist doch völlig klar, dass auch Kate Fehler gemacht hat. Sie hätte zum Beispiel damals einfach stutzig werden müssen, als ihr der Tätowierer angeboten hat, die Nasenkorrektur gleich mitzuerledigen. Ja, dann sag du hast mal. Dir so viel Sachen erlaubt in der letzten Zeit. Sei froh, dass ich überhaupt noch ein Wort mit dir spreche. Dann sag mir mal eine Ganz Sache, ehrlich. Sag mir mal eine Sache, wo ich angefangen habe. Was war respektlos? Dass du 2 Tage nach unserer Trennung mit anderen Weibern schon irgendwelche Nachrichten schreibst. Das ist zu viel an der Stelle, jetzt muss ich sagen. Doch. Das geht einfach gar nicht so was. Nee, ich schon mir jetzt was zu trinken. Ja, genau, renn wieder weg, wie immer. Nee, aber das ist Quatsch. Das laberst du, hast das Sex da. Ich habe ganz normal geschrieben, Alter. Keine Sex, nicht zum Sex zu abholen. Ach, Digga, Alter, laberst nur Müll, wenn der Tag lang ist, ich schwöre. Ich bin echt zu dumm. Echt am Arsch stecken, ey. Da fließt schon das erste Tränchen. Also sorry, liebe Kate, das waren natürlich keine Knick-Knack-Nachrichten an Frauen. Nee, der Jakob hatte sich einfach nach eurer Trennung damals in den Knick-Knack-Nachrichten-Workshop vom Mann Aurelio eingeschrieben. Das ist für viele ein Problem. Mark Terenzi kennt das zum Beispiel. Die Typen wissen einfach nicht so genau, wann jetzt eine Beziehung zu Ende ist und wann die nächste beginnt. Und deswegen kommt es halt auch manchmal zu diesen Überschneidungen mit den Knick-Knack-Nachrichten. Aber der ist schon auch echt hart. Also sorry. Ja, aber wenn er sagt, er hat es nicht gemacht, weiß ja nicht, wem du glauben sollst. Ich glaube ihr. Safe. Ich habe so mit Frauen geschrieben, aber wir waren auseinander. Ja gut, aber 2 Tage nach einer Trennung. 2 Tage stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn man verheiratet ist. Und nenn mich nie wieder Digger. Ich bin doch nicht dein Digger. Ich bin nicht dein Kumpelmensch. Ich bin eine erwachsene Frau, du Penner. Ich habe nicht Digger zu dir gesagt. Doch, ich habe Digger vor mich hingesagt. Aber wollen wir jetzt Digger. In dem Stil weitermachen? Aber das ist als Sachen. Mann so. Guck mal, ich sag dir auch ganz Nein, ehrlich. Aber immer zu sagen, es ist als Mann. Nein, ja, das ist so. Weißt du, wie lange wir keinen Sex hatten in der Beziehung? Trotzdem, dann hol dir einen runter. Aber geh nicht. Aber ich will mir doch nicht 50 Mal einen. Alter. Ja doch, besser es geht ja auch nach Fremden zu schreiben. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Aha, alles klar, jetzt kommt die Mann-Ausrede und er hat es irgendwie jetzt doch zugegeben. Mhm. 50 Mal Glatze. Oder wie Gigi es nennt, Brückentag. Wir machen hier sofort weiter, aber mit Glocke da lassen, ihr wisst, dann verpasst ihr keinen Trash mehr und ich glaube, diese Staffel könnte noch richtig gut werden. So. Weiter geht's. Es ist scheißegal, es geht ums Prinzip, dass man, wenn man ein richtiger Mann ist, und eine Ehefrau hat, dann macht man solche Sachen einfach nicht. Auch nicht nach einer Trennung direkt und auch nicht einen Monat später. Also ich glaube, das ist sehr schwierig von deiner Seite aus von Respekt zu reden, das mal vorweggenommen, weil du hast überhaupt keinen Respekt zu mir sehr, sehr lange Zeit gehabt. Ja.
Und ich sag dir jetzt noch mal was. Die letzten Monate in dieser Beziehung, das war für mich wie ein Knast in meinem Kopf. Ich schwöre dir, das ist wie ein psychischer Knast in meinem Kopf. Ja, da musst du dich von mir trennen. Warum musst du wir haben uns doch getrennt. Warum musst du auch mal deinen Mund und ich hab's dir 100 Mal gesagt. Ich hasse das, wenn du beleidigst, wenn du so laut wirst. Das hab ich dir 100 Mal gesagt. Und du hast es immer weiter gemacht. Und du sagst immer, ja, ich bin so. Das ist genau dasselbe. Ach so, übrigens, die Beziehung ist genau dann in die Brüche gegangen, als eine neue Frau in Kates alte Wohnung gezogen ist und sich oben ohne auf der Terrasse gesonnt hat. Ah, da weiß man jetzt nicht so genau, wie man glauben soll. Also ich halte schon für nicht ausgeschlossen, dass Kate wirklich damals mit ihm sprechen wollte. Er hat dann aber wahrscheinlich wegen ihrer Stimme gedacht, dass draußen irgendwo ein Autoalarm angegangen ist, als sie gesprochen hat. Wer ist dein Ex-Partner? Mark Robin. Okay. Deiner? Silva. Hot Banditas. Ich komme nicht drauf. Silver Gonzalez in the house. Bidi bidi bang, bidi bidi bong, all night long. Ich bin der Mitbegründer der Band Hot Banditos. Wir haben uns angejubelt, angeschrien, international hin und her gechattet. Das war ein Flash. Ich habe dann irgendwann die neue Sängerin gesucht. Und dann habe ich Stephanie kennengelernt. Die war einfach eine Augenweide oder ist eine Augenweide. Meine Familie, die war nicht sonderlich begeistert. Mein Vater sagt, das ist mir zu laut. Das hat einfach nicht gepasst. Ich komme nicht drauf. So haben wir übrigens auch reagiert, als wir erfahren haben, welche Promis an dieser Staffel mitmachen. Wenn du gefragt wirst, wer du bist, du aber als Erklärung nur ein Lied vorsingen kannst, das wirklich keiner kennt. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, Stephanie hätte irgendwann mal DSDS gewonnen. Als wir dann Mama und Papa wurden. Du hast kaum noch irgendwie ein Leben. Die war für mich wie von schlechten Geistern. Besessen. Der war immer auf der einen Stelle auf dem Sofa sitzen sehen. Er hatte eine Jogginghose jeden Tag an. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Noch ein Kilo mehr. Ich war nicht mehr derjenige, den sie kennengelernt hat. War dann halt irgendwie der dicke Faddy furzend. Ihn noch mit irgendwie zu versorgen, sag ich mal, das hat mich wirklich dann noch mehr Arbeit gekostet. Ich hab's einfach nur ausgehalten und bin da geblieben wegen der Kinder. Also ich habe es ausgesprochen, eigentlich hat sie die Beziehung ja schon viel vorher beendet. Schon zigmal hat sie vorher die Beziehung beendet. Schon zigmal. Ich habe so wenig Erwartungen, wie es geht, an ihn. Fun Fact, in Silvers Jogginghose hat nachher genauso viel gelebt, dass sie sich am Ende vor Gericht streiten mussten, wer jetzt das Sorgerecht für die Hose übernimmt. Ich kenne es doch von der Pandemie, aber ja, Silver ist anscheinend auf der Couch so sehr auseinandergegangen, dass die Kinder irgendwann dachten, das Ding sei die neue Hüpfburg. Ja. Ja, also ich komme ja von Temptation Island. Tut mir leid. Ah. Und hab da meine Ex leider betrogen. Hm? Mein Name ist Mark Robin. Meine Ex-Partnerin ist die liebe Michelle. An unserer Beziehung war eigentlich alles schön. Bis ich's dann halt verschissen hab, so. Du hast 6 Jahre Beziehung weggeschmissen für einen Kuss. Wir hatten nach Temptation Island noch was, ja. Und das bereue ich. Bereue ich sehr. Hätte nicht sein müssen. Ja, viele hatten gesagt, dass genau diese Staffel Temptation ein Riesenfake war. Aber ja, wie? Michelle und Mark Robin hatten noch mal was nach der Sendung? Das ist eigentlich aus juristischer Sicht nicht tragbar. Aber anscheinend bereut Michelle ihren Ausrutscher mit dem Ex vor der kompletten Öffentlichkeit komplett belogen und bloßgestellt werden. Ja, dafür müssen andere schon ins Versace nach Australien reisen. Silva reagiert einfach auf, ich komme von Temptation Island, wie jeder Berliner Taxifahrer, wenn man ihm erzählt, man habe nach Jahren der Forschung einen Archaeopteryx in Originalgröße aus Wackelpudding nachgebaut. Ich hatte mal mit einer anderen Sex, hatte dann mit Michelle. Michelle wusste nicht, dass ich zwischendurch auch mit einer anderen geschlafen habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, sie hat gefragt. Ich hab's dann natürlich verneint, weil ist ja nicht cool zu sagen. Mark Robin ist schon 2-gleisig, sind wahrscheinlich 3-, 4-, 5-gleisig gefahren. Michelle hat mir ein Reifenblatt gestochen, ja. Er hat mich daraufhin angezeigt. Ihr nichts mehr gehört. Ich habe sie nie wieder gesehen seitdem. Ich habe einfach nur noch einen Ekel vor ihm. Ich muss mich richtig einschleimen. Mein letzter Stand ist auch, dass sie mich abgrundtief hasst. Einen Reifen zerstochen und verklagt. So enden übrigens auch 70% aller Beziehungen, die beim Bachelor entstanden sind. Mark Robin dachte noch, nachdem Michelle ihm die Reifen zerstochen hat, dass sie vielleicht nur so ein bisschen aufgebracht ist. Aber als sie ihm dann auch noch auf Insta entfolgt ist, wusste er, die Sache ist ernst. Endstation. Ach so, wir müssen hier raus. Die Wand, warum wir hier sind. Wer bist du denn von den Fotos überhaupt? Stephanie von hier, Hot Banditos, das sind wir beide. Ach so, Hot Banditos. Aber macht ihr nicht Kindermusik, ja, ne? Latino-Pop-Schlager, so kann man das sagen. Von A zu... Oh mein Gott, kann ich bitte wieder gehen? Malisa? Ja, Malisa. Da habe ich gar keine Lust zu. Okay, ich gehe wieder ran. Ja, es ist halt natürlich bitter, ne?
Sie hatte was mit ihrem Ex. Ja. Ich bin mit ihr schon in einem Haus gefangen, okay? Aber dass ich dann auch noch mit ihr in einem Zimmer schlafen muss, ist echt geil. I love trash. Die Spitze. Die Musik der Hotmanditos als Latino-Pop zu bezeichnen, das ist ungefähr genauso, als würde man die Musik von Scooter als ja, deutschen klassischen Jazz bezeichnen. Achso, übrigens, die Frage, wer seid ihr denn von diesen Fotos überhaupt? Die müssen auch Nina Christine und Gina Lisa immer wieder beantworten, wenn sie irgendwo zum Casting eingeladen sind. Die Ex-Freundin, Entschuldigung, von Mark Robin. Aber seid ihr gut miteinander, oder? Nee, gar nicht. Ihr seht euch jetzt seit einem Jahr das erste Mal. Erwartest du irgendwas so emotional, oder? Doch, dass du mich in Ruhe lässt. Wie lange warten jetzt? 3 Jahre. 3 Jahre. Ich bin sofort schwanger geworden beim ersten Mal direkt. Süß. Warum habt ihr euch getrennt? Ich bin am Anfang unserer Beziehung direkt am Anfang. Nein, du bist nicht am Anfang unserer Beziehung. In meiner Schwangerschaft, Matze, da war ich schwanger. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil das ist krass. Weiter? Ja, ich bin ihr fremdgegangen, als sie schwanger war. Mit? Ja. Arbeitskollegin. Ja, vom Set. Also wir waren bei Berlin Tag und Nacht. Oh, das geht überhaupt gar nicht. Naja, ein Glück hat Jennifer ja daraus gelernt. Und... ach so. Mit einer Kollegin vom Set fremdgehen, wenn ihres Kleines hört, macht sie schon die nächsten 12 Insta-Stories fertig. Ach so, und übrigens, er kann sich an diese ganze Nummer da gar nicht mehr so richtig erinnern. Das ist aber ja auch wirklich viel zu viel verlangt, sich an ein Ereignis zu erinnern, das vor Monaten stattfand, aber nur 5 Sekunden gedauert hat. Boah, darf ich da fragen, wie es dazu gekommen ist? Es war jugendlicher Leichtsinn auf Alkohol, Drogen, alles drum und dran. Ich kann mich auch, also ich weiß, dass es passiert ist, das will ich nicht leugnen, aber ich kann mich an den Akt, dass es passiert ist oder wie es passiert ist, nicht. Ich kann mich nicht mehr an diese Nacht erinnern. Ich kenne unsere Hütetas und da hast du zu mir gesagt, nein. Also, und ich war schwanger. Ja. Ich leugne es ja auch nicht. Ich sage, dass ich es getan habe, aber es ist halt, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Oh, ein richtiger Traumkerl. Sogar beim Fremdgehen hat er nicht verhütet. Sein Test auf Geschlechtskrankheiten wird bei der NASA immer noch ausgewertet. Dass man sich an den Akt nicht mehr erinnert, darauf baut das ZDF ja wirklich seit Jahren. Das erklärt, warum Giovanni Zarella wirklich in jeder Sendung dort auftreten darf. Okay, es geht los, du. Hä, wer ist denn das? Das ist aus wie so ein Lehrer. Oh Gott. Ja, Hallöchen! Der guckt schon rüber zu dir. Hallo. Das hat richtig Potenzial. Ja, ist so. Ich bin so gespannt gleich. Ach, schön. Ach, ich kenne da mehrere Leute. Ach du Scheiße, nein! Ach, die ist auch hier, mit der du was hattest? Ich kotz! Die ist einfach so ein Stresspol irgendwie. Ich weiß ganz genau, wo sie ist, gibt's einfach Stress. Leute, ich kotz! Wir alle, wenn mal Robin den Mund aufmacht und dass er für einen Lehrer gehalten wird, das ist für Silver wirklich eine richtig schöne Erfahrung. Normalerweise denken die Leute, er sei der Kammerjäger oder der Typ, der ihnen an der Haustür ein Zeitungsabo andrehen möchte. Ich gehe hier durch die Hölle, Leute. Ich dachte ja, ich habe nur mit Michelle Stress oder dass sie hier mein einziges Problem wird. Dem ist anscheinend nicht so. Weiß nicht. Und hast du schon deine Bettnachbarn gesehen? Ja, ich brauche jetzt einen Schnaps. Scheiße, Alter. Worauf habe ich mich hier eingelassen, Mann? Es gibt nichts, worauf ich noch weniger Lust hätte als auf Mark Robin in dieser Villa. Also ich glaube jetzt, sag mal. Du wirkst ein bisschen geschockt. Ja. Bist du es auch? Aha. Tja, da musst du jetzt leider durch. Also, er dachte, Michelle wäre sein einziges Problem. Lieber Mark Robin, glaub uns, du hast viele, viele andere. Ich gehe hier durch die Hölle, Leute. Und genau das sagt unser Silver auch immer zu sich, wenn er mal nicht auf der Couch sitzen kann. Also gut, ne, bei Mark Robin kann man vielleicht nachvollziehen, dass er keine Ahnung hatte, dass auch mal Lisa hier auftaucht. Bei Michelle muss man aber schon fragen, wen oder was sie erwartet hat, als sie einen Vertrag für eine Sendung mit dem Titel Prominent getrennt unterschrieben hat. Oh, das wird Stress. Das wird Stress pur. Und deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, das wird ganz witzig. Wenn ich eine Tochter hätte, ich würde die Mark Robin niemals als Freundin geben. Fang an. Michelle, ich will dir keinen Stress. Nicht mit dir, mit den allen anderen ist mir scheißegal. Das sind ja eh unsere Gegner. Ich fände es am besten, wenn wir uns im Großen und Ganzen aus dem Weg gehen. Gut, ich habe aber 3 Sachen an dich. Erstens, bitte zügel dich. Das meine ich vollkommen ernst. Respekt. Michelle traut unserem Mark Robin aber wirklich viel zu. Sie stellt gleich 3 Regeln auf, obwohl er sich in der Beziehung die eine, dass er nicht fremdgehen soll, nicht merken konnte. Okay, aber irgendwie nachvollziehbar, es gibt Bedingungen für das ja zumindest mal vorübergehende Zusammenleben. Ich befürchte, das wird in etwa genauso erfolgreich wie Rabattcodes für Klamotten von Erik Sindermann. 2. Punkt. Ich möchte nicht, dass du unter den anderen Leuten Feuer legst. Hä? Als ob ich hier Feuer lege? Da bin ich gar nicht der Typ für. Natürlich. Nee. Wie oft stichelst du irgendwelche Menschen an? Hä? Du bist so ein Typ. Mark Robin, bitte. Okay, bin ich anderer Meinung. Drittens, du schläfst nicht im Bett, ne?
Soll ich auf dem Boden pennen oder was? Ja. Mein Name steht da genauso an der Wand, so. Du hast genau gewusst, worauf du dich hier einlässt. Ich schlafe in diesem Bett. Bei den Spielen, wir akzeptieren, wenn der andere nicht mehr kann. Ich sag dir jetzt vorne rein. Nein, ja, das ist in Ordnung. Hopp, wir packen das. Michelle, wir können ein krasseres Team wie die anderen sein, du weißt das. Ja. Falls das jetzt nicht klar wurde, mit Feuerlegen meinte Michelle natürlich, er soll bitte nicht mit anderen Frauen schlafen. Danach brennt es bei Margot Robbins Freundin immer wie Feuer. Ich kann es nachvollziehen, dass sie das nicht möchte mit dem Bett. Und es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn er einfach mal ein paar Nächte hier auf dem Boden schläft. Ich meine, er kann sich ja vielleicht auch vorstellen, er wäre in Menderes Wohnung eingezogen. Und in der Scheiße bin ich auch nur wegen dir drin, das ist dir bewusst, ne? Ja, Malisa. Ja. Ja, kann aber ich jetzt was dafür, dass die hier sind? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich auf Malisa reagieren soll. Ich hoffe, dass Michelle und Malisa sich nicht zoffen. Bist du doof? Let's have fun. Let's fetz. Warum genau reagieren die so fassungslos, dass auch Ex-Partner und Partnerinnen hier am Start sind? Dass es nicht so viel gute Auswahl im Trash-TV-Sumpf gibt, ja, das wissen die doch am besten. Man hatte übrigens überlegt, für Silva als Verflossene seine Hose in die Show zu holen. Aber das war natürlich selbst der Hose viel zu niveaulos. Ne? Aber was war so der Durchbruch? Ja, genau. Wo. Was war euer zweitgrößter Erfolg? Shake your baller. Und hat man dann auch mal was mit den Frauen aus dem Video? Nein. Natürlich nicht. Ja, wenn du professionell bist, nicht, ne. Ja, sag doch mal. Guck, der lacht doch schon. Ich wusste das. Also ja. Ja, safe. Siehst du? Wer sitzt denn da? Ich werde mir da ein bisschen Mut antrinken. Scheiß drauf. Nimm mal den Wein. Was soll's? Oh, ich liebe das, abends Wein zu trinken. Ich glaube, das mache ich jetzt jeden Abend. Für mich ist absolut hier drüben vor dem Sturm, hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Ah, Leute, diese Szene hier wurde eindeutig geschnitten. So leicht führt RTL uns nicht hinters Licht. Kein Mensch, noch nicht mal Silva, kennt einen zweiten Song der Hot Banditos. Du weißt, dass du zu alt für die üblichen Dating-Formate bist und alles nehmen musst, was RTL dir anbietet, wenn du ein Weinglas mit zwei Händen halten musst. Aber du hast ja Scheiße gebaut, Hast du die andere geliebt? Nein. Trotzdem habt ihr ein Kind? Natürlich, aber das heißt ja nicht, dass, also ich kümmere mich ja trotzdem um mein Kind. Ja, aber es ist doch eine Entscheidung. Ich entscheide mich nicht, jemanden zu lieben. Nee. Ich fühle es, jemanden zu lieben. Nee, wenn du ein Kind hast, Digi, ist es eine Entscheidung. Tut mir aber ihr seid doch auch nicht mehr zusammen. Doch, wir sind zusammen. Ja, aber ihr seid doch bei Prominent getrennt. Ja, aber ich tue alles dafür, dass die Kinder glauben, dass wir zusammen sind. Mein Kind belügen will ich nicht. Mann, cool, ihr habt ein Kind. Man kann aber nicht sagen, du hast ein Kind mit... Boah, Digga, krank. Ich bin voll der Silber, der ist voll. Deswegen muss ich die ganze Zeit lachen, ich konnte nicht mehr. Ich hab's mir die ganze Zeit verkneift. Diese Frage stimmt. Bei dem sind alle Lichter an. Silva versucht also für seine Kinder wirklich so sehr die Normalität zu bewahren, dass er jeden Morgen ins Haus schleicht, sich seine Jogginghose anzieht und sich den gesamten Tag auf die Couch setzt und sich von seiner Stefanie bedienen lässt. Ganz bestimmt hat Silva sich dort gerade nur versprochen. Klar sind die getrennt. Und dass er bei der Unterzeichnung des Vertrages gefragt hat, ob wirklich alles all-inclusive ist, das deutet auch nicht darauf hin, dass er und seine Stefanie hier einfach einen gratis Urlaub auf RTL-Kosten machen wollen. Mal kurz Real Talk, eine Scheinehe ist auf gar keinen Fall cool. Meine Eltern hatten sich vor ihrer Trennung tatsächlich irgendwie auch zusammengerissen für uns und ganz ehrlich, nicht gut. So ein liebloses Nebeneinanderleben, das spürt man als Kind. Und ganz ehrlich, ob das wirklich besser ist als eine Trennung, ich habe Fragen. Alles gut? Ist gut. Ein Stockwerk tiefer dreht ein einsamer Stopfbandito sein Ding. Silva ist hier leicht angetüdelt, über dem Spülbecken einen Wrap mit Schinken und Ketchup. Ich liebe alles. Ah, ich habe es immer gewusst, man muss Silva einfach wirklich in einem Atemzug mit den Großen aus der Musikbranche nennen. Die erste Nacht war echt beschissen. Also es kommt schon öfter etwas vor und dass er dann auch nicht so diesen Punkt findet, aufzuhören. Schlimmer wäre, wenn der Shampoo warm ist. Hat sich so ein Rap gemacht und ich musste mich so zurückhalten, aber die ganze Zeit zu lachen. Hey, du bist ein süßes Kind, Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dieses Forsche anfassen und das als Selbstverständlichkeit sehen, das ist bei mir irgendwie jetzt so eine Grenze. Ich möchte nicht. Das muss nicht sein. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Silva. Er ist der erste Sänger, dessen Schnarchen sich angenehmer anhört als jede Single, die er bisher veröffentlicht hat. Oh je, offensichtlich lebt Silva die Scheinehe nicht nur für seine Kinder,
sondern auch für sich. Wenn das so ist, das geht natürlich gar nicht. Oder es stimmt doch, was bei Instagram steht. Weil dann müsste man Stefanie wenigstens zugutehalten, dass sie das mit dieser Trennung ja, zumindest probiert, schauspielerisch abzuwickeln. Jennifer und Matthias staunen nicht schlecht. Denn so gute schauspielerische Leistung sind sie natürlich von Berlin Tag und Nacht nicht gewohnt. Und bevor es gleich so richtig knallt, schauen wir erstmal zur Challenge. Weil ein Ex-Paar kann sich vor der Nominierung schützen. Ja, ich mach dir schon Druck. Aber ich mein's wirklich ernst. Michelle, ich mach dich nicht fertig, wenn was nicht funktioniert. Mach dir jetzt keinen Stress, Alter. Ich bin hier, das gehören. Okay, dann bin ich Körper. Was soll ich nur dazu sagen? Ob ich da jetzt eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen getrunken habe oder so, ich funktioniere. Also ich bin darauf programmiert. Alles aber doch nicht Höhe. Oben angekommen müsst ihr jeweils einen Begriff pantomimisch erklären. Und sei bei Pantomime. 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 Sei dort kreativ. Was ist pantomimisch nochmal? Zeichensprache, also ohne Reden. Ist ganz einfach. So kommunizieren, wie ihr das sonst immer macht, wenn ihr euch die Lippen habt mal wieder aufspritzen lassen. Ohne Reden, das muss Kate eigentlich kennen. Also genauso wie in der Beziehung mit Jakob, nur dass ihr beide hier halt Kleidung tragt. Ja, natürlich ist Kate das Gehirn. Wo wir gerade schon mal bei Körperteilen sind, wir wissen auch, wer hier der Arsch ist. Der Kadaver ist alt, aber der Wille ist noch brennt. Welcher Buchstabe kommt im Alphabet zwei Buchstaben vor P? M. Hier ist M. Nein, Mann! K. Was ist die Summe der ganzen Zahlen von 1 bis 10? Okay. 1 plus 2, 3. Die Summe Jenny, wenn du das nicht hinkriegst. Na, 10! Was? Mann, Alter, Mann, ich Jenny! Bin in Mathe scheiße. 1 plus 2 plus 3! Dann ist 190 das Ergebnis. Ah, sehr schade, da hat Kate die Fragen verwechselt. 190 ist natürlich nicht die Summe der Zahlen zwischen 1 und 10. Nein, es ist die Antwort auf die Frage, wie oft das Musikvideo vom Mann Aurelio jemals abgespielt wurde. Ich habe ja ein bisschen über 100 Kilo, so mittlerweile. Rick has twice as many erotic. Bitte? Rick has twice as many erotic novels as Dick. Was? Together they own 150 pieces. How many erotic novels? Ich hab nur Dick verstanden. Hä? Was ist mit Dick? Ja, aber als was für ein Dick? Dick wie der Schwanz oder was? Ja, dann hat der Rick 100 und der andere 50. Na, sieh an, es geht doch. Hätten deren Mathelehrer bloß halt damals schon gewusst, dass die alle hier zu Mathe-Genies werden, wenn es in Rechenaufgaben um Genitalien geht. Wer weiß, wie viele von denen heute in richtigen Jobs arbeiten könnten? Wir brechen ab, bin ich grad nicht mehr. Alter. Also für mich, das ist wie ein Tritt in die Eier, ganz ehrlich. Oh Gott, jetzt wird's ekelhaft. Scheißen, kacken, furzen, Durchfall, Dünnschiss, Analverkehr. Was ist das? Kacka, Arschloch, Poloch, Darmspiegelung. Das ist doch nicht normal, bei aller Liebe, ey. Weiß ich doch nicht, was du da machst, Mensch. Wie kann man so, ey, Alter, ehrlich, ey. Mach's richtig doch mal, streng dich an. Sesselpupser. Also übrigens raten die Frauen hier nicht, was die Jungs hier darstellen wollen. Sie zählen hier einfach nur die ganzen Namen auf, die sie ihren Partner nach der Trennung bei Insta gegeben haben. Ah, die Aufgabe ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht. Ich meine, Stefanie musste den Silber einfach nur angucken, um zu wissen, dass der Begriff Sesselpupser ist. Wir kommen auf null mit dem Ergebnis jetzt. Also es war, als wären wir gar nicht erst angetreten. Sonst würde ich den Wettkampf nicht antreten, wenn ich wüsste, ich will nicht gewinnen. Dann macht's ja keinen Sinn. Ich brauche auch Geld, weil ich es halt einfach nicht konnte. Und das musst du akzeptieren. Ja, muss ich natürlich. Ja, also. Dann hör auf, das jetzt in Frage zu stellen. Riecht nach Entscheidung. Stefanie und Silva, ihr habt heute die meisten Fragen richtig beantwortet. Warte mal, wer hat's bis hoch auf diese Plattform geschafft? Alle. Michelle ist auf drei Viertel der Treppe einfach die Kraft ausgegangen. Die hat's nicht mehr höher geschafft. Ich bin eh schon down und ich habe mich jetzt ein bisschen aufgerappelt. Dann kommt er um die Ecke und zieht mich wieder komplett runter. Nee, mich zieht's ja genauso runter, dass ich weiß, ich hätte es geschafft, aber hab's dann halt durch meinen Teamkollegen nicht geschafft. Silva performt trotz der Vorabend-Eskapaden richtig, richtig gut. Hätte er jetzt noch seine verkrustete Jogginghose dabei, der Sieg wäre ihm sicher. Und natürlich hätte Mark Robin es geschafft. Er hat alle Kräfte in Bewegung gesetzt, weil er dachte, oben auf der Plattform ist vielleicht irgendwo ein toter Winkel ohne Kameraabdeckung. Wie willst du mit Malisa umgehen? Na, das Ding ist, die war halt damals sehr gekränkt, dass ich halt nicht mehr von ihr wollte. So, dann hat man ein paar Mal was so. Du kennst das doch bestimmt. Wenn jemand was von dir will, das merkst du doch so ein bisschen. Nee. Nett gesagt, ich so, Lisa, ich habe auch kein Interesse an dir. Aber hattet ihr Sex, wenn ja, ich meine? Dafür reicht's dann. Hast du auch eine andere in der Zeit noch gebissen? Boah, jetzt wird's ekelhaft, Mann! Was, ey, du wusstest doch, dass das... Boah, du bist so widerlich! Boah. Oh.
was wollen wir machen? Ne? Mark Robin kann halt einfach seine Hose nicht anbehalten. Ja, sie ist halt auch nicht so mit ihm verwachsen wie Silber mit seiner Jogginghose. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Talent, in Fettnäpfchen zu drehen. Boah, ich ekle mich vor mir, ich ekle mich vor ihm und dass er halt einfach nicht mit offenen Karten gespielt hat. Also es ist schon strange, Mark Robin. Ja, natürlich. Wir sind von Temptation gekommen. So, ich hatte Monate nichts mit Michelle und es hat auch Monate gedauert, bis ich das erste Mal was mit Malisa hatte. Wir waren alle Singles, so. Du kannst mir jetzt nicht dafür den Kopf abreißen, so, weißt du? Wusste Fabio, dass du siehst, dass du sie... Ja, es hat zwar Monate gedauert, bis er nach Temptation mit Malisa und Michelle was angefangen hat, aber in der Zwischenzeit hat er sich einfach mit den anderen Kandidatinnen aus seiner Staffel vergnügt. Übrigens, Mark Robins Hose wurde in der Zeit, in der er was mit Malisa und Michelle parallel hatte, öfters auf und zu gemacht als der Kühlschrank von Silber. Ja, ja, klar. Das ist so krank, alles dieses Konstrukt, Alter. Das ist krank. Ja, selbst als sie zusammen waren, hatten die ja eine offene Beziehung. Boah, wenn ich das schon wieder höre, mein ganzer Körper juckt. Aber du wusstest es doch, oder? Michelle, du... Nee, ich wusste es nicht. Hey, das war jetzt gerade das war genau nicht. Also du bist quasi zweigleisig gefahren. Das ist ekelhaft, Mark Robin. Und du hast die ganze Zeit gesagt, nee, es war nicht zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt ist das erste Mal, dass du es zugegeben hast. Nein. Ferkel. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn Malisa hier reinkommt. Es wird dreckig. Also ich denke, die Situation hier wird es auf jeden Fall irgendwann hervorgeben, dass es Stress geben wird. Reality-Fans, aufgepasst. Gut versteckt in der Kulisse steht übrigens das Modell, von dem Kathi Hummels ihre Mimik übernommen hat. Oh. Pack mich jetzt nicht ab, Alter. Wir am liebsten wirklich gerade nicht mehr hier. Das wird kommende Woche ein Fest. Lasst ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr es nicht. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt und natürlich auch, wenn ihr es teilt. Die ganze Folge gibt es übrigens immer bei RTL+. Link ist in der Beschreibung. Und was sagt ihr zum Auftakt? Vielversprechend, oder? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Wenn die zweite Folge da ist, verlinke ich euch die hier. Und das gilt auch für die Auftaktfolge vom Bachelor. Bis dahin genießt einfach das Konfro-Nachspiel vom Dschungelcamp. Das war auch mega. Also, dann sehen wir uns gleich hier. Freue mich.